Ja, mein Name ist Patrick Heinsch, auch von der Uni Marburg. Wir beide kommen aus dem Projekt RoboPrax und in dem Projekt RoboPrax bieten wir Roboter-Workshops für die Sekundarstufe an. Dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Und daher ist unser Thema heute, sind Kinder und Jugendliche heute wirklich Digital Natives? Dieses Thema wollen wir ein bisschen beleuchten, auch mit den Erfahrungen, die wir aus den letzten 3 Jahren von unserem Roboter-Workshop haben. Daher fangen wir mal an mit der Definition, was sind denn Digital Natives? Und der Begriff wurde von Mark Prensky vor knappen 20 Jahren geprägt. Und er geht davon aus, oder es wird gesagt, dass das die Generation der Heranwachsenden ist, die ihr ganzes Leben mit dem Internet und den digitalen Endgeräten, Handys, Laptops, Computer, Konsolen aufgewachsen sind. Und dadurch können wir denen eigentlich unterstellen, dass sie diese Geräte auch wie ihre Muttersprache bedienen, verstehen können und sich dann auch im digitalen Raum bewegen können. Es macht ja eigentlich nicht so einen großen Unterschied, ob ich von Webseite zu Webseite springe oder von Ort A nach B physikalisch laufe. Für beides braucht man bestimmte Fähigkeiten und muss sich auskennen. Dann sagt Mark Prensky noch, es gibt einen Unterschied zwischen den Digital Natives und den Digital Immigrants, wo wir darüber reden, dass die Schülerinnen und Schüler immer besser werden, was die Technologie angeht und die Lehrerinnen und Lehrer, die Lehrenden, die Dozenten eigentlich die Digital Immigrants werden, die sich damit nicht mehr so gut auskennen. Und es soll ja auch ein bisschen provokant sein, darum haben wir ein Zitat von Mark Prensky reingenommen, was sehr provokant ist. Das lese ich mal kurz vor. Er sagt, it's very serious because the single biggest problem facing education today is that our digital immigrant instructors who speak an outdated language, that of the pre-digital age, are struggling to teach a population that speaks an entirely new language. Das ist jetzt natürlich sehr überspitzt dargestellt. Nicht jeder Schüler und Schülerin sind die Besten, was Technologie angeht, und nicht jeder Lehrer hat keine Ahnung davon. Aber zum Diskutieren ist das ein ganz guter Punkt, weil wir hatten die Erfahrung auch oft gemacht in unserem Roboter-Workshop, dass es vielleicht nicht so ist. Aber erstmal dazu, was ist dieser Workshop, den wir anbieten? Wir haben einen Workshop, der heißt das Robotikum. Das Robotikum ist ein Roboter-Workshop für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe. Und wir haben in der Stadt Marburg eine Standortschule und im Landkreis 2 Standortschulen. Und alle Klassenstufen der Sekundarstufe können an einen von diesen Standortschulen gehen. Und wir führen dann einen Roboter-Workshop mit denen durch. Das ist zwischen 1 und 3 Tage. Das sieht man hier auch auf dem Bild ganz schön. Da sind 4 Mädels, die sich dann mit einem Laptop und dem humanoiden Roboter auseinandersetzen und Dialoge schreiben, Bewegung einprogrammieren, die Sensoren und Kameras des Roboters benutzen, um zum Beispiel ein Gesicht zu lernen und später wieder zu erkennen und dann verschiedene Stränge zu bilden, wie dann die Anwendung ausläuft. Weil wir gehen hier natürlich davon aus, dass es schon die technologischen Grundlagen gibt. Da wir zielen ab mit dem Robotikum nicht darauf, dass die Schülerinnen und Schüler danach den Computer bedienen können, sondern das ist die Ausgangslage von uns. Sondern wir wollen eigentlich die MINT-Förderung, vor allem auch von Mädchen und Frauen, weil da ist ja bewusst, dass in der Robotik, KI, Informatik-Studiengänge in den meisten Fällen die Mädchen und Frauen noch unterrepräsentiert sind. Dazu kommt, dass wir durch Teamwork, Project-Based Learning, Peer Grading zum Teil auch die Förderung des die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts, also diese bekannten 4Ks, verbessern wollen, fördern wollen und darauf immer mehr eingehen. Und insgesamt wird dann eigentlich die Kommunikation, Sozialkompetenzen, Präsentationskompetenzen gestärkt und nicht die allgemeinen Computerkenntnisse. So, meine Kollegin wird jetzt weiter darauf eingehen, was wirklich die Erfahrungen waren, die wir in diesem Kurs gemacht haben in den letzten 3 Jahren. Wir sind von der Prämisse ausgegangen, dass Schülerinnen und Schüler, wie gesagt, Digital Natives sind, dass sie die Endgeräte problemlos nutzen können und sich bewusst im digitalen Raum bewegen können. Also dass wir da auf eine schöne breite Vorkenntnisbasis einfach zurückgreifen können. Unsere Erfahrungen aus circa 30 Robotiker haben allerdings gezeigt, wir haben mehr als 400 Schülerinnen und Schüler. Das ist der Stand von diesem Monat. Das ist nicht immer der Fall ist. Und wir konnten folgende Probleme identifizieren. Sie hatten, also oder unsere Schülerinnen und Schüler, und da ist es wirklich von Klasse 5 bis Klasse 13,
hatten Probleme ganz häufig beim Erstellen von Ordnern oder auch einfach dem Umgehen mit Ordnerstrukturen. Wir haben ganz häufig das Problem gehabt, dass Schülerinnen und Schüler etwas gespeichert haben, dann wussten sie nicht mit Benennungskonventionen umzugehen oder sie haben einfach ihre gespeicherten Dateien nicht mehr gefunden, weil sie überhaupt nicht wussten, wie Ordnerstrukturen funktionieren und wo das überhaupt gespeichert wurde, dass man das auch auswählen kann, wo man etwas speichert. Sie haben das Prinzip von Laufwerken nicht verstanden, dass es verschiedene Laufwerke gibt und konnten dementsprechend, wie gesagt, auch nicht identifizieren, wo ist etwas gespeichert oder wo sollte ich etwas speichern. Oder hatten Probleme bei Benennungen, dass sie Sonderzeichen nutzen wollten und dergleichen. Sie haben auch ganz häufig einfach die gleiche Datei wieder und wieder, beim nächsten Speichern wieder gespeichert mit einem anderen Namen, anstatt sie einfach zu überspeichern. Sie kennen sich mit den Tastaturen nicht wirklich aus. Das heißt, wenn Sie ein Sonderzeichen, wir coden ein bisschen sozusagen. Sie müssen also auch Klammern nutzen, geschweifte Klammer, eckige Klammer und dergleichen. Dann haben Sie noch einen Laptop vor sich, wo das ja alles auch nochmal ein bisschen anders ist. Beziehungsweise auch bei PCs. Sie wissen nicht, wie komme ich denn an diese anderen Symbole auf dem Keyboard dran? Wo sind die überhaupt und wie komme ich da dran? Wie kann ich die denn aktivieren? Sie haben darüber hinaus Probleme mit, wir bieten unser Infomaterial in digitaler Form. Also sprich, wir haben ein Handbuch und Workbooks. Das ist alles auf dem Computer gespeichert. Und die Schülerinnen und Schüler, also in PDF-Form, können dann nicht damit umgehen. Das heißt, sie wissen nicht, sie kennen keine Shortcuts, weder am Keyboard, so beim generellen Benutzen des Computers, noch wenn sie im PDF irgendwie die Suche- und Finde-Funktion nutzen sollen, wenn sie was kommentieren könnten, um es für sich selber anzureichern, anstreichen und dergleichen, um es einfach auch ihr Dokument zu machen, mit dem sie weiterarbeiten können. Es hat sie auch gezeigt bei der Informationssuche über Google, ja, sie wissen alle, was Google ist, sie können auch alle Google nutzen, aber eben nicht effektiv und auch nicht wirklich, also schon allein bei der Bildung von Suchbegriffen wurde es problematisch, was sind adäquate Suchbegriffe und mehr als einer ist ihnen ganz häufig nicht eingefallen. Wenn der nicht gleich zum Erfolg geführt hat, kam es zu Frustration. Darüber hinaus haben sie auch eine Boolean Search, was ist das, oder auch die Filteroptionen nutzen, fiel ihnen wirklich schwer oder die meisten kannten sie einfach auch nicht und haben sie noch nie benutzt. Die Unterscheidung von, wenn Sie denn mal was gefunden haben an Quellen, was ist eine gute Quelle, was ist eine schlechte Quelle, wie kann ich das identifizieren, wo finde ich überhaupt, wer das jetzt herausgebracht hat oder auch Nutzungsrechte, wenn Sie jetzt digitale Medien suchen sollten, wie Bilder oder Musik oder irgendetwas dergleichen, was sind denn Nutzungsrechte, hat jemand Recht darauf und ich darf das nicht einfach nutzen und einsetzen und wo kann ich denn Informationen darüber finden. Das sind alles Lücken, die wir festgestellt haben. Daraus haben wir die Schlussfolgerung gezogen, es scheint so zu sein, dass ja, Schülerinnen und Schüler können mit digitalen Endgeräten umgehen, wenn es sich um mobile Endgeräte wie Handys oder Tablets und dergleichen handelt. Da sind sie sehr gut drin, da kennen sie sich aus, aber auch nur im Spaßbereich, also in dem Unterhaltungsbereich. Weniger im aktiven Nutzen dieser Geräte fürs Lehren und, also fürs Lehren nicht, fürs Lernen, fürs damit arbeiten produktiv. Und bei PCs sieht es dann sogar noch schlimmer aus. Da fehlen dann sogar schon für den Spaß, wenn es nicht ums Computerspielen geht, fehlen dann schon die Grundkenntnisse. Unsere Problemlösungsstrategie für unseren Kurs selbst war, dass wir unsere Workshop-Leitenden die Aufgabe mitgegeben haben. Also sie haben eine Zusatzaufgabe übernommen, diese Grundkenntnisse ebenfalls zu vermitteln. Wir haben dafür ein Vermittlungskonzept entwickelt, haben ein Handout für und eine zur Schulung unserer Workshop-Leitenden entwickelt, dass sie wissen, welche Grundkenntnisse für den Kurs gebraucht werden und wie sie sie zu vermitteln haben oder sollten. Und fokussieren dabei auf, die sehen Sie hier in dem Kreis, auf diese Kenntnisse, also allgemeine PC-Kenntnisse, aber auch Aspekte wie Troubleshoot, die Nutzung von, wie gesagt, PDFs, die effektive Nutzung, damit sie mit unserem Unterrichtsmaterial auch umgehen können. Und auch USB-Sticks werden bei uns eingesetzt, wo sie ganz häufig gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie die halt überhaupt nicht mehr benutzen, alles Bluetooth oder über andere Kanäle versendet wird. Die neue Software, mit der sie natürlich konfrontiert werden, erlernen sie bei uns und wir die ganzen Probleme, die ich vorhin angesprochen habe, die adressieren wir und versuchen ihnen dort Basisbegriffe, die Basisbegrifflichkeiten beizubringen, die Basiskonventionen, damit sie damit auch umgehen können. Denn wir sind der Meinung, dass in der Zukunft
oder schon jetzt sogar, alle diese Schülerinnen und Schüler werden in ihrem privaten und Arbeitsleben über die mobilen Endgeräte auch mit Stand-PCs und Laptops umgehen können müssen. Und diese Grundaspekte sollte eigentlich jeder kennen. Nochmal unsere Quellen. Und wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.